Hi zusammen, ich bin Anja. Das ist Queen. Und du bist Teil meiner YouTube-Buchlesung zu meinem Buch, mein erstes Buch, Sei glücklich, nicht perfekt. Das ist bereits das dritte Video, falls du Video 1 und 2 noch nicht gesehen hast. Schau es dir gerne an, verlinkt unter diesem Video in der Infobox. Dort habe ich das Vorwort meines Buches vorgelesen und auch aus dem Kapitel zum Thema Schönheitsideale und Selbstwahrnehmung vorgelesen. Und heute geht es um, ich glaube, das doch größte Kapitel in meinem Buch, nämlich das Thema Liebesbeziehungen und der Umgang mit einer Trennung. Ja, falls du es noch nicht weißt, mein Buch ist ein autobiografisch angehauchter Ratgeber zu den Themen Selbstliebe, Selbstakzeptanz und Selbstfindung. Ich behandle hier drin Themen, die sehr viele von uns, vor allem uns Frauen, leider viel zu stark beschäftigen. Essstörungen, Schönheitsideale, der Druck zum Schönsein, Liebesbeziehungen, Trennungen, wo wir heute drauf eingehen. Motivation, Zielsetzung, ja, alles drum und dran. Ich erzähle davon aus meinem Leben. Ich habe eine Vergangenheit mit sehr vielen Selbstzweifeln, mit Anabolika. Ich hatte einst Brustimplantate, weil ich dachte, ich sei nur damit schön. Habe die mittlerweile wieder entfernt und bin glücklich, dass ich mich selbst gefunden habe und mich heute so akzeptieren kann, wie ich bin. So. Lange Rede, kurzer Sinn, schau dir die Infobox unter diesem Video an, dort findest du auch die Daten, wann du mich wo treffen kannst für eine Buchlesung und Signierstunde. Ja, das Kapitel 4, positive Freundschaften und Liebesbeziehungen führen. Sitzt du voller Vorfreude vor diesem Kapitel und hoffst, dass ich dir anhand all meiner Beziehungserfahrungen den ultimativen Rat geben werde, wie du dich in deiner Situation mit deinem Freund, deinem heimlichen Schwarm oder vielleicht sogar deinem Ex am besten verhalten sollst, da muss ich dich leider enttäuschen. Das Kapitel Liebesbeziehungen und der Umgang mit einer Trennung ist unterteilt in, ja, erstens mal Allgemeines, die Grundlagen für eine gute Beziehung, meine Tipps für den richtigen Umgang mit einer Trennung, dann sehr viele persönliche Erfahrungen, meine Beziehungsratschläge. Ja, das ist da, wie gesagt, das größte Kapitel, da ich dazu auch sehr, 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 sehr viel erlebt habe, sehr viele schmerzhafte Erinnerungen, sehr viele unschöne Erfahrungen, aus denen ich erzähle. Und bei meinen Buchlesungen lese ich eigentlich immer so der Umgang mit einer Trennung vor und sehr wenig vom Persönlichen. Aber heute in diesem Video hier auf meinem YouTube-Kanal möchte ich das Persönliche vorlesen. Ich würde sagen, wir beginnen gleich. Wichtig ist aber, dass du verstehst, dass mein Buch ein Ratgeber ist und nicht nur autobiografisch von mir persönlich erzählt. Ich lese den persönlichen Teil vor und wenn es dich interessiert, wie ich mit all dem, was ich jetzt vorlese, umgegangen bin und was meine Erkenntnis daraus ist, dann darfst du dir sehr gerne das Buch holen und es selbst nachlesen. Seite 109. Wie mich meine Beziehungen prägten. Ich möchte dir nun von meinen Erfahrungen erzählen, bevor ich dir meine Entschlüsse, meine Erkenntnisse und meine Tipps daraus verraten. Spulen wir an den Anfang zurück. Schon in der Oberstufe war ich ganze 3 Jahre lang hoffnungslos in einen Jungen verliebt. Samuel. Die typische Teenie-Verknalltheit eben. Ich hatte in dem Alter ein gesundes Selbstbewusstsein. Aber in seiner Gegenwart war ich still wie eine Kirchenmaus. Ich konnte mich in seiner Nähe nicht einmal normal verhalten. Es war 2006. Ich war also um die 13 Jahre alt. Einmal knutschten wir im kleinen Jugendtreff neben unserer Schule rum und ich dachte, nun würden meine Träume wahr werden. Doch Samuel war betrunken gewesen, sodass er am nächsten Tag von nichts mehr wusste, sagte er zumindest. Ein anderer Junge, Fabrizio, war über beide Ohren in mich verliebt. Fabrizio war wirklich ein Traumtyp, aber ich fühlte keinerlei Anziehung ihm gegenüber und dieses Elend begleitet mich bis heute. Die Top-Typen stehen Schlange, aber ich fühle mich nun mal zu den Fuckboys hingezogen. Das hat sich bis heute nicht wirklich geändert. Wer kennt's? Irgendwann kam Olli, ein Snowboarder. Er war cool, beliebt, ein Jahr älter als ich, kiffte und trank Alkohol.
Die damals sehr naive Anja war natürlich beeindruckt. Währenddem ich schreibe, lache ich nun. Ich erinnere mich noch so gut und realisiere einmal mehr, wie einfach ich doch eigentlich gestrickt bin. Schon damals brauchte es absolut gar nichts, um mein Herz zu gewinnen. Ich würde sagen, man sollte auf keinen Fall zu viel bieten. Mich zieht das Abgefuckte an. Sei auf keinen Fall zu gut. Das finde ich nicht spannend. Und es fordert mich wohl zu wenig heraus. Ich kann mir mein Herz und meinen Kopf manchmal selbst nicht erklären. Aber das geht vielleicht einigen so. Olli war derjenige, der mich im Alter von 15 Jahren meinen ersten saftigen Herzschmerz fühlen ließ. Ich war im ersten Lehrjahr meiner Friseurenausbildung. Olli auf dem Gymnasium. Über ein halbes Jahr lang trafen wir uns fast täglich zum Mittagessen. Wir waren vermutlich wirklich, wirklich gute Freunde und wohl beide ineinander verschossen. Aber ich hatte wohl zu hohe Erwartungen. Waren es denn wirklich zu hohe Erwartungen? Nach einem halben Jahr Mittagessen-Dates feierten Olli und ich zusammen Silvester. Wir gestanden uns in dieser Nacht unsere Gefühle. Olli verbrachte die Nacht bei mir zu Hause und ich hatte mit ihm mein erstes Mal. Danach hörte ich nicht mehr viel von Olli. 4 Tage später kam eine SMS, in der stand, dass er doch lieber nur mit mir befreundet sei und keine Beziehung wollte. Mein Herz wurde das erste Mal zerrissen. Ich hatte ihm gerade alles gegeben und der Dank dafür war, dass er doch lieber nur befreundet sein wollte. Das tat weh. Nichts konnte mich trösten. Ich wollte doch einfach nur einen Freund, so wie sich das für mein Alter gehörte. Es wäre perfekt gewesen, dachte ich. 3 Monate später lernte ich via Netlock, das damalige Instagram, Mathieu kennen. Auch Mathieu sah auf seinen Fotos übertrieben cool aus. Lange Surferhaare, ein Cap und übergroße Klamotten. Zudem war er auf einigen Bildern mit Zigarette und Wodka Red Bull abgebildet. Wie cool ich das damals fand. Habe ich das bereits erwähnt? Mathieu und ich chatteten einige Tage hin und her, tauschten einige Songs aus, die wir von LimeWire runtergeladen hatten und verabredeten uns kurz darauf. Alles, was ich über ihn wusste, war, dass er 2 Jahre älter war als ich und irgendwo aus dem Luzerner Hinterland kam. Eines Abends kam er zu mir in die Stadt. Was wir genau vorhatten, wussten wir nicht. Schlichen uns aber leise in mein Zimmer, denn ich hatte meinen Eltern, mit denen ich sonst ein äußerst offenes Verhältnis pflegte, nichts von Mathieu erzählt. Er verbrachte die Nacht bei mir und ich stellte ihn am nächsten Morgen meinen Eltern vor. Sie waren nur mittelmäßig begeistert von dem unangekündigten Typen in XL-Klamotten mit langen Surferhaaren und umgedrehten Cap. Aus diesem eigentlich etwas absurd scheinenden One-Night-Stand wurde jedoch meine erste ernsthafte Beziehung. Mathieu und ich waren ein Jahr und 9 Monate zusammen. Es war eine wunderschöne Zeit. Ich war richtig verliebt. Und es war auch gegenseitig. Mathieu hat mich geliebt, das weiß ich. Aber er hat es nicht so ernst genommen wie ich. Wieso sonst hätte er mich während diesem einen Jahr und 9 Monaten mit insgesamt 10 Frauen betrogen? Lange hatte ich keine Ahnung von nichts, bis Mathieus bester Freund mir einiges verriet. Zeitgleich schrieb mich eine junge Frau über Facebook an und behauptete, mit ihm geschlafen zu haben. Sie wollte sich entschuldigen, dass sie ein schlechtes Gewissen hatte. Und sie blieb kein Einzelfall. Sprach Mathieu mit großer Angst und Tränen in den Augen darauf an. Er ahnte schon, dass ich etwas wusste. Das sah ich ihm direkt an. Mathieu, ich will alles wissen. Erzähl mir, mit wem du mich betrogen hast, sagte ich zu ihm mit halb wütender und halb zittriger, unsicherer Stimme. Er schritt alles ab, bis ich dann einige Beweise, Facebook-Nachrichten und Co. auf den Schreibtisch knallte. Er gab heulend einige Geschichten zu. Nicht alle, aber das reichte mir schon. Noch bevor mein Herz in 1000 Stücke zerriss,
rastete ich aus und schmiss ihn raus. Mein Vater versuchte, meine Tränen zu trocknen, wie es der beste Vater der Welt, der er für mich ist, es nun mal macht. Ich war 17 Jahre alt und bereits psychisch zerrissen. Die ganze Zeit über, ein Jahr und 9 Monate lang, hatte ich geglaubt, Mathieu würde mich genauso lieben, wie ich ihn liebte. Vielleicht tat er das, aber trotzdem hat er mich immer wieder betrogen. Nach dieser Erfahrung war mein Selbstwertgefühl zerstört. Ich dachte, ich sei nicht attraktiv. Etwas musste an mir nicht stimmen. Schließlich war ich ihm nicht gut genug gewesen. Es muss an mir liegen. Es folgte eine wilde Phase. Man könnte auch sagen, eine von außen betrachtete billige Phase. Niemand konnte verstehen, was in meinem Inneren vorging. Ich war gekränkt und hatte keinen Funken Selbstwertgefühl mehr. Ich wollte es mir zurückholen und natürlich dachte ich mit meinen 17 Jährchen, dass mir dies durch die Bestätigung von anderen Typen gelingen würde. Ich schnappte mir das nächste Trostpflaster und ein weiteres und noch eines. Ich weiß nicht mehr, mit wie vielen Typen ich rumgeknutscht und geschlafen habe. Ich wollte nichts Ernstes, schließlich war ich noch nicht bereit für eine Beziehung. Ich brauchte nur die Bestätigung, dass ich attraktiv war. Ja, ich könnte jedoch Seiten über Seiten von meinen weiteren Beziehungserfahrungen vorlesen. Das sind jetzt nur mal die 2 ersten von, keine Ahnung, 8, 9, 10. Weiß es selbst nicht mehr. Ich habe alles darüber in diesem Buch geschrieben und wieso habe ich das gemacht? Wieso schreibe ich so viel Persönliches? Weil ich weiß, dass es vielen genauso geht und sie vielleicht auch jetzt aktuell gerade in so einer Situation stecken und nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und deswegen habe ich einige Seiten weiter hinten dann natürlich auch meine Erkenntnisse und meine Ratschläge dazu geschrieben. Und auch hier möchte ich euch ganz kurz etwas vorlesen, bevor wir dieses Video wieder beenden und dann bald ein nächstes machen. Ich lese hier mal einen Kasten vor. Mein Buch ist so aufgebaut, dass es hier immer wieder Bilder hat, die zu den Geschichten und der aktuellen Zeit passen. Und überall findest du auch wieder solche eingeschobenen Kästchen mit meinen Tipps für dich. Ja, persönliche Erfahrungen, die Einstellung zur Liebe, Beziehungstipps und dann natürlich der Umgang mit einer Trennung. Mein Tipp für dich, wenn du momentan eine Trennung verarbeitest, denke an folgende Sätze. Nie werde ich es zulassen, dass ein Mann oder eine Frau mich komplett zerstört. Ich mache mein Leben und mein Glück nicht von jemand anderem abhängig. Ich bin eine starke und eigenständige Person. Ich habe viel vor in meinem Leben und ich gehe meinen Träumen nach. Mit oder ohne Begleitung an meiner Seite. Das war ein kurzer Einblick ins Kapitel Liebesbeziehungen und der Umgang mit einer Trennung. Wenn du mehr darüber lesen möchtest, schau dir die Infobox unter diesem Video an. Dort erfährst du, wie du an mein Buch kommst. Es ist überall erhältlich, Deutschland, Schweiz, Österreich. Du kannst es online bestellen, zum Beispiel bei Amazon, aus der Schweiz bei Aurel Füssli, wo auch immer du willst, oder dir offline im Buchladen besorgen. Und ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es inspiriert dich und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Falls du Teil 1 und 2 meiner YouTube-Lesung noch nicht gesehen hast, schau dir diese Videos auch gerne an. Tschüss!